So, herzlich willkommen zurück zu einer verzweifelten Suche nach dem Weg zum Gefängnis. Hier geht's irgendwie lang und die Tür geht auch auf gar nichts. Ob das so gewollt ist, guck mal, hier ist noch so ein Ding. Die Tür hat auch nicht reagiert, ne? Oh doch, sie hat reagiert. Ach, das... Hä? Oh, wir können gleich noch zurück. Ja, der geht aus. Aber die Tür haben wir doch letztens erst probiert gehabt. Oder hatte ich die nicht probiert gehabt? Ich habe die doch probiert gehabt. Nicht? Gut, okay. Das heißt, wir wissen es mindestens. Ja, da geht's raus. Muss halt mal kurz gucken. Wir haben 3 Pfund zu viel. Das ist genau diese 3 Pfund von dem scheiß Stab hier. Oder von dem Ding, je nachdem. Das kostet sind sogar 9 Pfund. Wollen wir irgendwas einfach hier lassen? Die Frage ist sowieso, wie wollen wir die Fischer erledigen? Mit Nahkampfwaffen alleine wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich lasse einfach hier von 1 zurück. Ey. Hallo? Wie kann man die Dinger teilen? Ach, mit Rechtsklick. So. Du bleibst hier liegen. Und dann brauchen wir jetzt mal dich. Ich versuche damit den ersten zu erledigen. Nein, aber... Aber es hat gut funktioniert. Wow. Ich habe die Waffe nicht mehr gebraucht. Das ist sogar immer so schlecht. So, jetzt müssen wir nur gucken, bei den anderen beiden, dass ich da, wenn es geht, erstmal nur einen aktiviere. Wo sind die, links oder rechts? Ach, da sind sie. Komm her. Hallo? Los, Stamina, bau auf, schnell, Stamina! Jawoll! Oh. Dass man auch nicht wieder reingehen kann. Gut, erstmal. Nein, nee, lohnt sich nicht. Das lohnt sich noch nicht. So, erstmal hier die Tür öffnen. Boom. Gefickt. Aber das schon mal. Ach, guck mal, hier haben wir direkt wieder ein Health-Kit. Auch ernsthaft. Dann. Oha. Huh, ab über die Brücke. Das sieht schon geil aus hier. Muss man schon mal sagen, ne? Das hat schon was. Aber kann man runterfallen? Nee, kann man nicht. Nein, die ist eine Wand. Ja. Man kann bei dem Spiel erschreckend wenig runterfallen an Orten. Also ungewollt, meine ich jetzt. Auch immer so leise. Wir sind gerade mitten über Meer. Müsste es nicht hin. Oh, guck mal, hinter ist ein Loch. Guck mal da rein. Nee, man kommt hier nicht runter. Nee. Oh, und Quick Save. Nee, man kommt hier nicht raus. Okay. Dann nehmen wir mal den offensichtlichen Weg und schon wieder eine Treppe. Das kann doch nichts Gutes bedeuten. Ich habe Angst. Aua.
Hallo. Was kommt jetzt so? Okay. Ganz schön groß, dafür, dass so wenig los ist. Und die okay, die Türen regeln auf gar nichts. Ja, auf jeden Fall nur kurzer. Also das ist eine Tür. Das riecht auch schon wieder nach Falle. Schrussel ist auf der 3. Die 4 ist leer, ne? Genau. Schuss haben wir keine. Wir haben noch 6 Schuss von der Pumpgun. Und halt unser Eisenrohr. Es ist so ruhig hier. Das Tor geht doch garantiert gleich auf, oder? Oder auch nicht. Gott, und überall diese weiten Gänge. Oh Mann, ey. Okay, der ist auch wieder zu. Aber ein Tor, was wieder halt aufgehen kann. Ey, schon eine geile Atmosphäre. Vor allem auch hier insgesamt mit dem Gang, mit dem verwachsenen Gras, alles gedöns. Sieht schon sehr geil aus. Digga, draußen werden schon wieder Hunde umgebracht. Bin ich voll dabei. Let's go. Lass mir ein paar übrig. Das Ding hat ja eigentlich Kollisions. Aber ich kann nicht draufspringen. Explosive Storage. Oh. Ist das was Gutes oder nicht? Oh. Aber hey, keine Zombies oder irgendwie sowas. Aber ganz schön viel Stuff. Und vor allem ganz schön viel. Oh, wow. Oh, wow. Okay, ist gar nichts. Oh, wow. Ach du Scheiße, wir werden hart sterben. Gut, erstmal alles aufsammeln. Oh Gott, was hast du denn hier auch noch? Irgendwelche andere Munition? Okay. Und hoffenweise Spritzen. Gut, da wollen wir mal schauen, was jetzt alles dazu gekommen ist. Oh, auch nochmal so ein normaler Mantel. Den brauchen wir auf jeden Fall nicht. Ein gutes Medikit, das ist auf jeden Fall gut. Oh wow, wir haben gerade mal 20 zu viel. Ich dachte jetzt, wir haben mehr zu viel. Boah, 200 Schuss 9 mm. Das gefällt mir. Dann können wir jetzt endlich mal unsere Waffe ordentlich nutzen. 9 mm. Warte mal kurz, Craft Item? SMG Rounds, V-Craft Items. Mit was muss ich die da kombinieren? Die können wir erstmal direkt essen. Das ist wieder für Fokus. Ich pack dich mal nach da und dich mal nach da. Digga! SMG, let's go! Jetzt Craft Item, Revolver Round. Revolver haben wir gar nicht. Kann ich jetzt nicht einfach meine Waffe nachladen? Nee, ich kann gar nicht nachladen. Aber da müsste doch auch überstehen mit can be combined with bla bla bla.
Ich bin verwirrt. Es ist auch nichts, ne? Normalerweise hier beim Stock leuchten die Sachen jetzt blau auf, mit denen ich es kombinieren kann. Hier leuchtet aber gar nichts auf. Ich meine, die haben zum Glück auch kein Gewicht. Ich werde die Dinge also auf jeden Fall aufheben. Aber was bringen sie mir, wenn ich damit nichts machen kann? Ich verstehe das gerade nicht so sehr. Und das hier ist ein Old and Rusty Submachine Gun. Takes 9mm rounds. Ja, aber... Muss ich die damit kombinieren? Auch nichts. Achso, warte mal kurz. Kann ich die nachladen? Ah! Okay, das heißt, dann ist die Munition für die Waffe und diese Pistole nützt gar keine 9mm. Was nutzt die denn für eine Pistole? P08 kenne ich gar nicht. Also, macht mir halt gar nichts. So. Gut, okay, das heißt, wir haben zumindest wieder eine Waffe, mit der wir ballern können. Und was bist du? 0,75 Bullets. Was? Nee, 0,357. Was laber ich? Gut, wir haben jetzt also zumindest wieder eine starke Waffe. Aber ich hatte irgendwie ein bisschen mehr mit Schrotmunition gehofft. Oder halt die für unsere Handfeuerwaffe. So. Wir sind soweit gut ausgerüstet, denn wir haben ein bisschen Hunger, wir können also ein bisschen was essen. Wir sind immer noch viel zu schwer. Da nehme ich doch am besten... Das ist ein bisschen OP. Ja, das Ding ist mittlerweile auch schon wieder fast kaputt. Wir werden also wahrscheinlich doch uns erstmal wieder einen Sledgehammer mit einem kurzen Stab bauen müssen. Das ist dezent deprimierend. Wir haben auch noch so ein Ding. Ganz geil. Und was können wir denn wegwerfen? Weil wir müssen doch was wegwerfen. Wir müssen 12... Ja, die Shotgun. Habe ich keine Munition für. Wobei doch klar, da noch Munition haben wir dafür. Aber die können wir zum Beispiel wegwerfen. Da haben wir gerade gar keine Munition mehr für. Und But ammo is hard to come by. Auf Deutsch so viel wie man findet keine Munition. Das dachte schon mal nichts Gutes aus. Ich esse erstmal so ein Ding. Dann haben wir immer noch 7 zu viel. Der glaubt, dann schmeiße ich das Ding einfach weg. Ich werde es doch locker bereuen, wenn ich das Ding jetzt wegwerfe, oder? Kann ich noch irgendwas anderes wegwerfen? 17, dann müsste ich fast die Hälfte wegwerfen. Boah. Weißt du was? Ich werde es bereuen. Ich weiß jetzt schon, dass ich es bereuen werde. Aber was willst du tun? Nein. Das. So. Schon sind wir gerade so unter dem Limit. Ach, fick die Henne. Ich werde es hart bereuen. Hey, hallo? Was? Oh, nö! Aua! Was so? Und gleich so viele? Lass mich raten, die wollen, dass ich direkt die neue Waffe benutze. Kann das sein? Ich will die aber nicht direkt benutzen. Kann ich die nicht einfach mit Stein abwerfen? Siehst du, apropos, warte mal ganz kurz. Warte. Okay, braucht sehr lange, um zu zünden. Das heißt einfach abwerfen und die geht direkt hoch. Also sowas wie so ein... Wie heißt das? Also
so ein Erschütterungssensor, dass so, sobald der Ding irgendwo gegen landet, direkt hochgeht, hat das Ding also schon mal nicht. Das heißt, dann lasse ich das Ding einfach mal direkt hier liegen. Oder? Ja, nee, gar nichts. Naja. Achso, doch, einer wurde besiegt. Ja. Aber die waren doch alle mit einmal wach, ne? Man kann die jetzt nicht einzeln nachher reinlocken oder irgendwie sowas, ne? Ja. Ja, die waren alle mit einmal wach. Kann ich die für die anlocken hier? Das war daneben. Das war völlig daneben. I'm better than you, you fucking stupid idiot. Fuck my dick. Hadouken. Aua, ah. Oh, ah. Oh, ah. Aber es gibt scheinbar echt so Bereiche, da können die eigentlich scheinbar nicht angreifen, kann das sein? Ah, okay, ich muss aber echt die neue Waffe benutzen. Ich habe gerade schon wieder die 5 gedrückt, ne? Okay, ich brauche bloß ein paar Mal schießen. Dann, ich hab schon wieder die 5 gedrückt. Es geht mir halt so hart auf den Sack. Okay, 3 Schüsse. Okay. Puh. Ja, das ist ganz schön deprimierend. Direkt massig Munition verloren. Meine Güte, ist das deprimierend. Noch mehr? Okay. Da ist schon. Es sind jetzt hier direkt alle Gänge voll. Gut, hätte ich nicht sagen dürfen. Ich sag, meine Munition direkt gleich weg. Oh, der Weg ist noch. Ah, nee, halt, von da kamen wir. Nevermind. Okay, dann müssen wir hin. Aber wozu war ich jetzt da unten? Außer Munition. Hab ich irgendwas bekommen? Ein Schlüssel oder so? Nee, ne? Wir haben unten nichts erreicht. Hä? Moment hier mal. Außer, dass wir die Munition geholt haben, ja wow. Aber ich meine jetzt inhaltlich, also wir haben keinen Schalter umgelegt, wir haben keinen Schlüssel bekommen, nichts, gar nichts. Ich nehme dich mal mit. Und den nächsten Kleber, den ich irgendwo finde. Hm. Ich bin etwas verwirrt. Ich sehe ja auch keinen Schalter oder irgendwie sowas. Oder irgendwas, womit man irgendwie interagieren kann. Ich verstehe es gerade nicht so richtig. Aber ich glaube, das Spiel möchte genau das. I'm slightly confused. Na gut, dann hätten wir mal nach Hause und wie viel Munition einfach verschwendet. Gut, ich sehe jetzt nicht, wie viel da gerade aktuell drin ist. Aber wir haben schon so einige Dutzend Schuss, also mindestens 2 Dutzend Schuss haben wir gerade versenkt. Locker. Oh.
Das ist schon echt traurig. Ich will gerne da unten rein. Nichts nachgespawnt? Will ich mich verarschen? Ich stehe gerade fest davon aus, dass hier diverse Sachen nachspawnen. Na, vielleicht kommt es noch. Garantiert wieder 3 cm vor meinem Gesicht. So, wo muss man jetzt lang? Ne, halt, ne, eben, wir müssen ja zurück. Wir müssen ja zurück zum Start. Und das ohne über loszugehen. Da müssen wir lang. Aber das heißt doch nicht, ich meine, ist da immer noch. Die Tür ist offen. Ich bin mal gespannt, was für ein Monster uns erwartet. Oh, hier geht's runter. Oh doch, nee, ist One Way. Man kommt natürlich nicht mehr raus. Möchte ich das? Geht's hier rein? Nee. Ah, gut, dann packe ich mal. Problem ist halt, dieses Explosive bringt halt gar nichts, wenn es halt so zeitverzögert ist. Wie soll ich ihn denn damit abwerfen? Danke. Achso, zwei breit, deswegen. Das ist doch. Ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt. Kann ich ihn herrufen? Wie viel sind es immer? Jetzt habe ich 90. Und das 56, das sind also 34? Nein, 44. Nein, doch 34. 34 Schuss mit einmal. Okay. Okay, also anlocken geht scheinbar. Zumindest reagiert hier nichts. Da ist eine Tür. Oh oh. Das sagst du mir jetzt? Ich weiß nicht mehr, wo der Bastard ist. Oh, da. Ach du Ach du. What the? Ich seh Gespenster. Oh, was tue ich hier? Nachladen. Rolli, Rolli, Rolli. Ah, Digga, ein Treffer reicht aus?
Gut, ich muss näher in die Mitte vom Raum gehen. Damit ich mehr Sachen habe, Oh, Ronny, was machst du hier? Was ist dieses Gesicht immer? Oh, la Munition. Oh, Alter. He is gone. Oh, Alter, ich hab die gesamte Munition leck mir am Arsch. Aber gut, jetzt noch mehr. Okay. Oh, wir haben wieder 38. Plus die 34 in der Waffe. Okay, gibt's noch mehr Munition. Ah, okay, okay, Glück gehabt. Ah, okay. Wo geht's eigentlich weiter? Ist hier noch mehr Munition drin? Erstmal alle Kisten aufbrechen, in der Hoffnung, dass es ab jetzt auch Munition gibt. Aber wahrscheinlich nicht. Das wäre zu... es gibt... Nice! I'm carrying too much, ist mir gerade sowas von... Hä, aber ich dachte, die wiegt nichts. Die wiegt doch nichts. Wieso transportiere ich auf einmal zu viel, wenn die nichts wiegt? Oh, ich habe einen Stock aufgesammelt, deswegen. Lol. Blöder Stock. Gott, hier ist halt nur viel Munition. Schön. Genau so soll es sein. Ich meine, gut, die Waffe verschießt auch massig Munition. Aber ich bin trotzdem dankbar, dass es so viel davon rumliegt. Boah, da draußen heißt gerade jemand mit Kohle oder Holz oder irgendwas. Boah, Alter. Boah. Brr. Warum tun Menschen sowas? Okay. Oh. Da ist ein Weg offen. Oh. Oh, das war gerade ein verräterisches. Gut, dann gucken wir mal, was uns nächste Folge erwartet. Das wäre jetzt 14? Ja, tatsächlich. Wow. Gott, nämlich viel auf. So, na dann. Bis zur nächsten Folge.